Hallo Borg, Heide, ja, hallo Welt, da bin ich wieder, euer Lutz, natürlich wie immer Sonntagabend oder fast immer jedenfalls, ist nicht viel los im Moment in Borg, Heide, das ist wohl so ungefähr so wie die Ruhe vor dem Sturm oder nach dem Sturm, je nachdem, so wie man das möchte, also nicht vor dem richtigen Sturm, denke ich mal, denn da sind wir ja tatsächlich glimpflich davongekommen, wenn man so die ganzen Wetterbilder und Nachrichten mitbekommen hat, da sind wir hier in Borg, Heide doch tatsächlich verschont gewesen, außer ein bisschen Regen, ein bisschen mehr Regen. Und Wind ist uns eigentlich hier nichts passiert. Ein paar umgefallene Bäume, die unsere Feuerwehr natürlich dann wie immer schnell und fleißig sogar mitten in der Nacht von den Straßen geräumt hat oder von den Grundstücken, den Häusern. Ja, das passiert nun mal hier im Wald, dass hier auch mal der eine oder andere Baum aufgibt. Jo, ja, es sind uns noch ungefähr 3 Wochen, knapp 3 Wochen bis zu den Sommerferien. Das ist wohl die Ruhe vor dem Sturm. Dann geht's los. In anderen Bundesländern sind ja schon Sommerferien. Wir müssen noch ein bisschen warten. Geht erst am 20.07. los mit den Sommerferien. Aber dann hoffentlich auch mit dem Wetter und mit dem schönen Wetter. Nicht nur mit dem Regen. Dann, davon haben wir ja jetzt genug gehabt. Ja, dann können halt unsere Kiddies dann in die wohlverdienten Ferien starten und so manches Elternteil natürlich mit denen, wenn sie dann Borg Heide verlassen und in die große Welt fahren oder eben auch tatsächlich in Borg Heide bleiben, denn hier kann man nämlich genauso gut Urlaub machen. So, ja, wie gesagt, es war nicht allzu viel los, außer dass die Feuerwehr ein paar Bäumchen zersägen musste und die Polizei laut Matz eine kurvenfahrende Dame um 15.40 Uhr vom Fahrrad holen musste, die dann wohl ein bisschen tiefer in die Flasche geguckt hat. Auch das kommt natürlich logischerweise in Borgheide mit vor. Auch habe ich heute, beziehungsweise eigentlich gestern in der Matz im Fleming Echo gelesen, dass mal wieder ein Beitrag über unsere Uta Goidke kam, die im SV 90 ja sehr aktiv ist. Ja, da kam auch wieder irgendwas über das Ehrenamtsaward 2016. Aber den Bericht gab es ja schon mal, also scheint auch bei der Matz irgendwie Sommerloch zu herrschen. Nicht so richtig was los. Muss ich mir natürlich auch ab und zu mal was einfallen lassen, was ich hier so erzähle. Ich könnte mich jetzt auch 5 Minuten hier hinsetzen und schweigen, da manch einer würde das vielleicht sogar begrüßen, aber mache ich nicht. Ich versuche doch dann eine kürzere Sendezeit hier rüber zu drücken. Wir werden ja sehen, vielleicht bringt ja die Woche tatsächlich noch ein bisschen was Aufregendes, was ich dann berichten kann. Ne? Und bis dahin lasse ich doch einfach mal schlichtweg schnell den Matthias ans Mikrofon, um uns mal wieder mit dem Wetter heimzuleuchten. Ja, Matthias, dann mal los. Hallo Lutz, hurra, hurra, der Sommer ist da. Bloß nicht in Borgheide. Was sollen wir tun? Wir können einfach mal den Sommer ein bisschen herauskitzeln, indem wir einfach sagen, morgen geht es los und übermorgen zur Paddeltour. Am Dienstag in die Müritz hinein und dann haben wir bestes Paddelwetter, wenn wir den ersten Teil des Sommerurlaubs genießen werden. Wir können es nur hoffen, dass nicht so eine Rutsche kommt wie letzte Woche, wo es ja Teile von Berlin, Potsdam und Oranienburg ganz schön gewässert hat. Das Problem haben wir hier in Borgheide zum Glück nicht, da wir eine Oberflächenversiegelung haben, die meistens aus Wiese und Sandwegen besteht. Hier keine Gefahr, auch bei erhöhten Niederschlägen. Und die Sachen, die hier passieren, wenn die Bäume mal runterkommen, mal umkippen, dann haben wir die Kollegen der Feuerwehr, die da auch mitten in der Nacht losziehen und wieder für Ordnung sorgen. Sicherheit. Ein herzliches Dankeschön auch hier an die Feuerwehr im Ort, die auch bei Wetterphänomenen unermüdlich hier zugange sind. Ansonsten, wie gesagt, Anfang der Woche können wir ein paar Sonnenscheinstunden erwarten, gegebenenfalls bis zu 7 Stunden am Tag. Aber der Ausblick Richtung Wochenende fällt schon wieder etwas schlechter aus. Donnerstag, Freitag bis Samstag, so teilweise bis 90% Regenwahrscheinlichkeit. Sommer in Deutschland, der Regen wird wärmer. Bis nächste Woche, euer Matze. Ciao.
Ja, super, Matthias. Ja, du hast recht, der Regen wird wärmer und vielleicht lässt auch der Wind mal nach, aber ich nehme eher an, der nimmt mehr zu. Und wie man hier bei Matthias gesehen hat, hat der ja schon sein Rettungsboot auf dem Auto. Ja, ich wünsche euch jedenfalls für dir und deinem Sohn und der Klasse viel Spaß bei eurem Ausflug. Wünsche euch natürlich super, super Wetter, dass ihr dort nicht unbedingt so viel Nasses auf die Mütze bekommt, sondern eher von unten her und vielleicht auch mal baden gehen könnt. Ja, und dann darf ich euch natürlich noch mitteilen, dass der Matthias mit mir mitgeteilt hat, dass die Fellmütze fürs Mikrofon schon unterwegs ist. Natürlich nicht, weil dem Mikrofon kalt ist, sondern damit dieses Windgeknatter, ja, dem Wind halt mal der Mund verboten wird fürs Mikrofon. Ja, man muss halt tatsächlich mal in dieses und jenes investieren. Wir üben da immer noch dran herum, dass wir das mal so hinkriegen, dass es nicht weiter auffällt. Wir haben halt kein Hightech, sondern machen das mit den einfachsten Amateurmittelchen. Und man kann ja lernen. Jo, das war es eigentlich schon wieder ganz kurz und knapp diese Woche. Ich wünsche allen natürlich einen wunderschönen Restsonntag. Die Sonne kommt ab und zu mal raus. Ich befürchte aber, dass es doch noch ab und zu mal tröppelt draußen. Wie gesagt, einen schönen Restsonntag und allen eine wunderschöne Woche wünsche ich. Bis dahin und bis zum nächsten Sonntag. Wie immer hier auf Borkheide News TV, euer Lutz und tschüss.